Ja, bei mir Frederik Böhmer, Trainer von 08. Am Ende hat es nicht gereicht. Eine deutliche 6:1 Niederlage im Halbfinale. Endstation. Was ist dein Fazit? Dein Fazit vom letzten Spiel? Ich fand, dass wir uns über das ganze Turnier hinweg super präsentiert haben. Tolle Spiele gemacht haben, tolle Kombinationen und immer auch eine gute Moral bewiesen haben, weil wir auch in einigen Spielen schon zurückgelegen haben. Auch im Halbfinale jetzt gegen Preußen. Preußen war in diesem Spiel aber einfach ein Tacken zu viel für uns. Wir waren nicht da, wo wir hätten sein sollen, müssen. Deswegen auch Glückwunsch an Preußen. Vor allem Marco Dedovic, aber Glückwunsch, super Leistung von der ganzen Mannschaft. Super gehalten, ja. Deswegen, aber wir sind top zufrieden mit dem dritten Platz. Dabei hätte man eigentlich meinen können, Preußen wäre angezählt mit den zwei Unentschieden in der Endrundengruppe und dem verletzten Torwart, der ausgefallen ist. Letzten Endes war Preußen dann doch die Übermacht wieder auf dem Platz. Also Preußen hat auch mit Sicherheit eine gewisse Qualität da, vor allem auf dem Heimboden. Ob es André Born ist, Fabian Kirlay oder Ali Ibrahim. Super Fußballer. Ich hätte auch jetzt gedacht, jetzt hätten wir vielleicht einen kleinen Vorteil mit dem angeschlagenen Torhüter oder Sören Waldreier am Tor, dass wir uns da einen Vorteil von erhoffen können, aber das war nicht der Fall. Preußen hat das super gemacht und wir haben da einfach keine Lösung gegen gefunden. Das erste Halbfinale ist durch, das zweite Hildruck gegen Gelmer läuft gleich an. Wer ist dein Geheimfavorit auf dem Titel? Ich bin da eher für Hildruck. Die spielen das immer bis zur Endrunde sehr unspektakulär. Aber die wichtigen Siege holen sie dann. Das war in den vergangenen Jahren auch immer so und deswegen tippe ich auch auf das Hildruck. Dann gucken wir doch mal, was die Hildrucker gleich machen. Ja. Besten Dank.